Ja, das war knapp, ne? Da muss man als Motorradfahrer immer aufpassen, dass die Leute auch in die Spiegel gucken, ne? Da kommt es schon mal vor, dass man übersehen wird, gerade mit so einem Teil hier. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Hier wieder auf der Super Duke unterwegs, beziehungsweise das erste richtige Video, die erste richtige Fahrt zu der Super Duke 2022, Super Duke R 1290, muss man ja mal sagen, auf dem absoluten Monster, dem Endlevel von aus dem Hause KTM. Und die Thailand-Zeit hat mir auf jeden Fall das Filter-Game wieder nahegelegt. Es ist auch wirklich erstaunlich, wie es einfach in Asien völlig, völlig normal ist, zu filtern. Und dann wundert man sich wieder hier in Deutschland, wenn sich Leute darüber aufregen. Also es ist sowieso krass, dass in Asien der Verkehr so wild ist, dass da sich eher, habe ich so das Gefühl, weniger aufgeregt wird, weil einfach jeder sowieso von dem anderen denkt, er ist ein Idiot und dann ein bisschen mehr aufpasst, wie der dann agiert oder handelt. Wenn hier jemand die Spur zu schnell wechselt, ohne zu blinken oder irgendwas, dann geht es direkt ab. Ich wollte gerade sagen, wir halten mal hier, aber ich kann ja auch einfach auf der Straße halten, weil wir eh rot haben. Außer es wird jetzt schnell grün. Um euch das Ding mal von außen zu zeigen, wir haben orangene Felgen. Einer am Schwingen sieht bombastisch aus. Natürlich den orangenen Rahmen. Wir haben sehr viel Plastik hier in Orange. Das finde ich sehr cool. Und dann hier so einen metallenden Tank. Oh Gott! Da steht nicht mal jemand hinter mir. War ich wieder umsonst aufgeregt. Hier diesen so Aluminium-Look-Tank, wo auch das KTM Symbol irgendwie einlackiert ist. Also es ist kein Aufkleber oder so. Sieht sehr schön aus. Und jetzt gerade passend, danke Wetter für diesen Moment. Die Sonne, guck mal, wie schön das aussieht. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen auf der Kamera sehen. Oh, ich muss mich mal hier auf den Verkehr wieder konzentrieren. Wie schön das aussieht. Mir gefällt es sehr geil. Vor allem, weil dieses Orange so neonmäßig ist. Ne? Also es ist schon echt sehr am Leuchten. Finde ich sehr sexy. Guckt euch das an. Das ist schon echt sehr nice. Und dann ziehen sich hier schwarze Linien und so ein bisschen dieses Aluminium nochmal durch die Seitenverkleidung. Also ein sehr, sehr attraktives, schönes Design von der neuen Super Duke. Und diese Super Duke wird mich jetzt die nächsten paar Monate begleiten. Aber natürlich nicht so, wie sie jetzt ist. So ist sie Standard, so ist sie schon ziemlich geil. Aber wir werden natürlich noch einiges machen. Angefangen von den Standards, wir werden natürlich die Spiegel ändern. Wir werden hinten den Kennzeichenhalter ändern. Wir werden den Auspuff ändern. Und dieses Mal glaube ich auch, also wenn das alles klappt, was anderes als sonst. Also eine Auspuffmarke, die ich wirklich noch gar nicht hatte, die ich aber sehr gerne ausprobieren würde, weil ich da sehr viel Gutes gehört habe. Und oh, der war schön, der Audi. Die Farbe war auch gut. Hier schaffen wir es noch rüber. Da helfen einem die 180 PS nochmal kurz loszuschießen vor der Ampel. Also das ist wirklich Wahnsinn. Die Super Duke hat so geisteskrank viel Leistung. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht, was auch sehr gut ankam bei euch. Das hieß, glaube ich, warum die Super Duke einfach zu krass ist. Und grundsätzlich, also muss man das auch wirklich sagen, für alle, die das Video jetzt vielleicht nicht gesehen haben. In dem Video sage ich, dass die Super Duke viel zu krass ist, wie der Titel sagt. Also das hätte man sich vielleicht auch denken können. ist halt ein enormes Bike. Die hat viel Drehmoment, die hat viel PS, die hat viel Leistung. Und das eigentlich auch zu viel für den Straßenverkehr. Also auf der Rennstrecke kann man sie dann schon entsprechend besser bewegen, aber auf der Rennstrecke bin ich dann wirklich eigentlich gar kein Fan von Nakeds. Guck mal, jetzt zum Beispiel mit Halbgas fahre ich hier weg, die Autos hinter mir 100 Meter und das war wirklich noch kein Gas geben. Also muss man wirklich aufpassen, ich bin hier dritten Gang bei 5% Gasstellung und bin bei 50. Wenn man da einmal hochzieht, so, dann muss man aufpassen, dass man nicht seinen Führerschein schnell los wird. Ne? Das kann nämlich ganz, ganz gefährlich werden.
was gibt's noch zu sagen? Also, sehr schönes Bike. Wir werden natürlich auch das Design ändern. Da wird es eine ganz, ganz geile Kooperation zusammen mit KTM geben, wo ich noch nicht zu viel verraten werde. Denn das ist alles noch so ein bisschen heimlich. KTM hat ja so ein bisschen schon was geteasert. Da könnt ihr gerne mal bei KTM vorbeischauen. Bei Instagram zum Beispiel. Dachkanal oder beim KTM Official Kanal, denn gerade was das Design angeht, wird es da was Geiles geben. Werde ich aber nochmal gesondert mit euch drüber sprechen, aber da werden wir dann zusammen was sehr Geiles designen. Ich habe schon richtig Bock. Ihr könnt ja mal die Chance nutzen jetzt und in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Design auf die Karre machen würdet. Also was für Form. Also als Beispiel kann man jetzt schreiben, ich würde gerne einen Drachen drauf machen, was ziemlich random gerade ist. Oder aber auch einfach die Farbe. Also was passt vielleicht ganz geil zu diesem metalligen Look, zu diesem Aluminium-Look? Was passt dazu ganz gut? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich werde mir da ein bisschen was durchlesen und versuchen, da ein bisschen Inspiration zu finden. Ach schön, ich sehe auch gerade, die Karre ist vollgetankt. Sehr schön. Das bekommt man ja auch nicht alle Tage, dass die Karre voll ist. Da geht mal ein Dankeschön an Bergmann und Söhne raus, gerade bei den aktuellen Spritpreisen. Das ist ja schon mal schön. Sind mir schon mal die ersten paar hundert Kilometer vergönnt, dass ich da nicht tanken muss. Das war auch wirklich krass. Also da muss ich ja sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe ja meine G-Klasse abgegeben, gerade rechtzeitig vor Thailand. Da war der Sprit noch günstig. Ich habe noch getankt für 1,60 Diesel, der Liter. Und da war ich in Thailand, währenddessen sind die Spritpreise hier absolut bombastisch explodiert. Und in Thailand war währenddessen natürlich der Sprit, wie immer, super günstig. Super für... ich glaube 1 Euro und Diesel für 80 Cent der Liter. Also das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Da sehe ich mich dann irgendwann als Rentner irgendwo in Thailand unterwegs. Am Strand. Schön das Leben genießen. Bisschen Moped fahren. Ein bisschen in der Sonne liegen. Fühle ich. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Ich finde es auch geil, wie die Videos bei euch gut angekommen sind aus Thailand. Falls ihr die nicht gesehen habt, klickt mal ein paar Videos zurück auf meinem Channel oder lasst auch mal ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das habe ich auch schon Jahre nicht mehr gesagt. Denn ich werde dieses Jahr auf jeden Fall wieder nach Thailand gehen nochmal. Entweder dieses Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Vielleicht sogar eher Anfang nächstes Jahr. Weil ihr wisst es, hier ist es in Hamburg im Winter oder beziehungsweise in Deutschland schrecklich zum Motorradfahren. Hier kann man gar nichts machen. In Thailand ist perfektes Wetter, wenn hier Winter ist. Das heißt, es zieht mich dahin, vor allem dadurch, dass David und Sanne da wohnen und geile Bikes am Start haben und geile Kontakte da haben, haben wir halt die Möglichkeit, da echt geilen Content aufzunehmen. Aber das ist soweit in der Zukunft, da brauchen wir nicht länger drüber quatschen. Jetzt bin ich erstmal wieder in Hamburg und jetzt wird das Wetter auch langsam wieder geil. Also es ist echt bombastisch, war perfekt. Ich bin wiedergekommen, wir haben 18 Grad hier, Ende März, Anfang April in Hamburg, 18 Grad, also das ist auch außergewöhnlich. Da hat die Erderwärmung auch vielleicht das ein oder andere Gute. Nein, natürlich nicht. Kleiner Scherz am Rande. Boah, geil. Da hat der R8 Spider, auch sehr schön in dem Rot, gefällt mir echt gut. Ja, und ich werde jetzt hier die Karre nach Hause bewegen und auf den in meine Garage. Es werden jetzt langsam mehr und mehr Karren schon wieder. Schaut auf jeden Fall mal gerne bei Annika, also meiner Freundin, vorbei. Die hat auch ein ganz, ganz krankes Bike sich gerade abgeholt. Video dazu gibt es natürlich auf ihrem Channel, deswegen schaut da mal gerne vorbei. Sehr, wirklich sehr geil. Ah, was habe ich denn hier? Die Traction Control oder was, aber die stellt sich gar nicht um, weil ich nur im Street-Modus bin. Das ist halt auch wieder so krass, dass die Karre sich im Street-Modus schon krasser fährt als andere im Sport-Modus. Das ist wirklich krass, wenn man hier auf Gasannahme aggressiv stellt, dann ist sie fast auch nicht zu handeln. Also es ist wirklich geisteskrank. Ich will gar nicht wissen, wie man hier, also ich will mal wissen, wer hier Rennstrecke mit der Karre fährt und dann auf alles aggressiv und Traction Control off. Das ist lebensgefährlich. Also da musst du ein Vollprofi sein, um das zu können, weil du hast untenrum so viel Power, dass dir da nicht das Hinterrad durchdreht und du einen dicken Highsider machst, ist echt richtig gefährlich.
Das Ding ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, seit die Spritpreise so hoch sind, ist viel weniger Verkehr in Hamburg. Sonst ist hier doch immer Stau. Hier ist immer alles voll. Guckt euch das mal an, hier ist kein Auto unterwegs. Und das in einer fast 2 Millionen Stadt. Das ist schon sehr absonderlich, dass hier so wenig los ist. So, Quickshift da runter. Oh, die Bremse packt aber auch. Ist das geil. Was gibt es Schöneres, als so ein neues Bike zu fahren? Der Flex ist ganz real. Es riecht dann auch immer so geil. Kennt ihr diesen? Es gibt ja beim Auto so diesen Neuwagengeruch. Und beim Motorrad gibt es das auch so, diesen neuen Motorengeruch. So, das brennt sich so alles ein und das Öl wird das erstmal richtig heiß und dann riecht das so nice. Also ich finde das richtig geil. Ja. Ja, super, finde ich gut. Finde ich sehr schön. Absurd ist auch wirklich, dass ich tatsächlich die ganze Fahrt jetzt, das ganze Video, habe ich maximal 10% Gas gegeben. Wenn ich da einmal im zweiten Gang 20% Gas gebe, ihr merkt das, hier leuchtet alles. Traction Control, das Vorderrad geht hoch, das Motorrad will so voran. Das ist völlig krass. Das ist echt ein Monster. Was die Leistung, was die Power angeht. Das macht richtig Spaß. Mehr gibt es aber in diesem Video eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt meine Bikewahl, dass ich jetzt nochmal eine Super Duke habe. Da muss man echt aufpassen. Und das ist alles 10-20% Gas. Also wirklich so ein kleines bisschen erst. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, Peace und haut rein in den Adrat. Pa, pa, pa.